Jesus fragt: Seid ihr bereit für die Entrückung? 5. Oktober 2015. Worte von Jesus an Schwester Claire. Der Herr sei mit euch, Heartdwellers. Herr, was ist auf deinem Herzen? Der Himmel. Der Himmel. Ja, ich bin aufgeregt, den Ausdruck auf euren Gesichtern zu sehen, wenn ihr seht, was ich für euch vorbereitet habe. Jedes von euch muss sich hinzufügen. Da gibt es keine Massenproduktion unter meinen Geschenken. Jedes ist handgemacht, entsprechend der Einzigartigkeit jeder meiner Bräute. Ich habe mich nach dieser Zeit in der Geschichte gesehnt, Claire. Mit meinem ganzen Herzen habe ich auf diesen Tag gewartet, an welchem ich meine Schätze belohnen kann, welche ihre Herzen ausgegossen haben, als Opfergabe für mich. Ja, da gibt es Belohnungen im Himmel für jene, die vorausgegangen sind. Aber es ist etwas so absolut Besonderes, vereint zu sein mit euren Körpern in Herrlichkeit. Ihr werdet es sehen. Da gibt es gewisse Dinge, gewisse Empfindungen und eine gewisse Anmut, welche einen verherrlichten Körper begleiten. Und ich sehne mich, euch alle vollendet vor mir zu sehen. Nun, mit großer Begeisterung freue ich mich auf diesen Tag. Ja, wie ihr euch denken könnt, ist dies ein Trost für mich, den Schlag zu lindern über so viele verlorene Seelen. Und doch wird eine große Wiederbelebung über die Erde fegen nach eurer Abreise. Und diese Wiederbelebung wird so intensiv sein, dass einige glücklich sein werden, für mich zu sterben. Eure Entrückung wird ein unbestreitbarer Beweis dafür sein, dass ich bin, und ich bin ein Vergelter von jenen, die mich eifrig suchen. Hebräer 11,6. Dies wird ein Zeichen sein für jene, die zurückgelassen sind, dass ich gegangen bin, um auch einen Ort für sie zu bereiten, und obwohl sie der Guillotine entgegensehen, werden sie getröstet sein dadurch, dass dieses Tal der Tränen endlich zu Ende geht und sie für immer befreit sind von den Belastungen ihres Körpers. Sie werden viele aufrechterhalten bis zum Augenblick ihrer Abreise. Dies wird auch ein Zeichen sein, dass ich real bin, für ihre Vollstrecker. Viele Vollstrecker werden rasch ihren Fußstapfen folgen, wenn Überzeugung sie einhüllt von der Realität dessen, wer ich wirklich bin. Jetzt kommen wir zur Sache. Da gibt es immer noch einige unter euch, die gewählt haben, weiter in Sünde zu leben, in der Hoffnung, dass ich euch trotzdem an der Entrückung mitnehme. Meine Bräute und potenziellen Bräute, ihr müsst mit der Sünde brechen. Viele von euch stellen immer noch keinen Kontakt her mit eurem sündigen Zustand. Herr, was ist mit deiner Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist für jene, die es sich nicht bewusst sind oder so schwach, dass jeder Versuch scheitert. Ich spreche jene von euch an, die denken, wie die Welt denkt und dem Benehmen zustimmen, welchem die Welt zustimmt, irrtümlich denkend, dass ich mit ihnen übereinstimme. Aber das tue ich nicht. Deshalb seid heilig, weil ich heilig bin. Als gehorsame Kinder fügt euch nicht den bösen Wünschen, die ihr hattet, als ihr in Ignoranz gelebt habt, sondern genau wie er, der euch gerufen hat, heilig ist, so seid heilig in allem, was ihr tut. Denn es ist geschrieben, seid heilig, weil ich heilig bin. 1. Petrus 1,14 und 15. Da sind einige, die immer noch ablehnen, den einen zu heiraten, mit welchem sie leben. Ihr treibt Unzucht. Bequemlichkeit hat den Vorrang übernommen,
gegenüber Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit hängt eure Seele über dem Abgrund. Gar nicht zu reden davon, entrückt zu werden. Ist es das wert, ihr Lieben? Seid ihr bereit, euch in den Feuern der Hölle wiederzufinden, weil ihr abgelehnt habt, das Richtige zu tun? Was bringt das Wissen aus der Bibel und eure Andachten, wenn ihr verurteilt seid mit den Ungläubigen für euer Verhalten? Einige von euch spielen mit dem Feuer, denkend, ich gehe nur so weit und nicht weiter. Wisst ihr, dass ihr mit den ersten Küssen in die Sünde eingetreten seid? Grüßt einander mit einem heiligen Kuss, ja, aber euren Vergnügen zu frönen, ohne die Linie zu überschreiten, ist die Linie zu überschreiten in meinem Buch. Haltet eure Gedanken, eure Blicke völlig rein und brüderlich-schwesterlich. Fächelt die Flammen nicht an und denkt dabei, dass ihr unschuldig seid. Verschiebt eure Umwandlung nicht auf morgen. Morgen ist nicht garantiert für euch. Warum spreche ich so hart mit jenen, die ich liebe? Weil ich euch liebe und ich wünsche mir nicht für euch, dass ihr alles verliert, was ihr errungen haben könntet, wenn ihr euch nur geschützt hättet und wachsam gewesen wärt. Ihr seid so weit gekommen, verliert nicht alles, umgeht jede Gelegenheit von Sünde, werdet nicht in eine Situation geködert, wo ihr die Kontrolle verlieren könnt. Haltet alles rein und moralisch einwandfrei. Stehlt nicht, rundet nicht Spesen auf, nehmt nicht den einfachsten Weg oder verfälscht Informationen, um das zu bekommen, was ihr wollt. Es sind tatsächlich die kleinen Füchse, die den Weinstock verderben. Seid wachsam, denn euer Gegner studiert laufend eure Bewegungen, um zu sehen, wo ihr anfällig seid. Lügt nicht, gebt nichts Falsches wieder. Verdreht nicht die Worte von anderen, damit sie in eure Absicht passen. Ich hasse ein falsches Zeugnis und übergebe sie häufig den verschiedenen Versuchungen, um von den Teufeln gesiebt zu werden. Schlagt euren Mitknecht nicht. Behandelt eure Frau, euren Ehemann, wie euer eigenes Fleisch. Beugt einander gegenseitig in aufrichtiger und herzlicher Liebe. Legt die arroganten und abwertenden Blicke und respektloses Verhalten beiseite. Demütigt euch selbst und ich werde euch hochheben. Frauen, gehorcht den Wünschen eurer Männer in jenen nicht gesprochenen Dingen. Männer, seid liebevoll und sanft, geduldig und vergebend mit euren Frauen, die sehr oft nicht offen über ihre Belastungen sprechen, aber viel tragen, in ihren Verpflichtungen gegenüber euch. Setzt euch nicht unschicklichem Benehmen in Musik, in Filmen und Unterhaltung aus. Sünde anzusehen ist teilzuhaben darin. Zumindest pflichtet ihr bei und unterstützt es. Es ist besser, wenn eure Augen, euer Herz und eure Gedanken niemals wieder solchen Dingen unterworfen und ausgesetzt sind. Wie es geschrieben steht, ich wandle in meinem Haus mit einem perfekten Herzen. Ich werde meine Augen nichts aussetzen, was wertlos ist. Ich hasse die Arbeit von jenen, die wegfallen. Es haftet nicht an mir. Ein perverses Herz soll weit von mir sein. Ich werde nichts Böses wissen. Wer immer sein Nächstes im Verborgenen verleumdet, werde ich zerstören. Wer immer einen arroganten Blick und ein stolzes Herz hat, werde ich nicht dulden. Meine Augen sind auf den Vertrauenswürdigen des Landes, damit sie mit mir wohnen. Er, der schuldlos wandelt, wird mir dienen. Keiner, der täuscht, wohnt in meinem Haus. Er, der Lügen äußert, steht nicht in meiner Gegenwart. Psalm 101, 2-7. Jetzt, da ihr diese Dinge wisst, werdet ihr glücklich sein, wenn ihr sie tut. Ich ermahne euch, nicht zu überreagieren auf diese Botschaft. Wenn ihr in Sünde lebt, kommt daraus heraus,
Mein Geist hat euch viele Male besucht mit Warnungen. Jetzt ist keine Zeit herumzualbern oder faul und bequem zu sein. Keiner hat einen weiteren Tag garantiert auf dieser Erde. Morgen könnte euer letzter Tag sein. Gestaltet euer Leben jetzt um. Schiebt es nicht hinaus. Noch einmal sage ich zu euch, verschiebt es nicht. Jene, die der Herr liebt, züchtigt er. Verdreht nicht, was ich gesagt habe und macht daraus nicht eine Decke der Verurteilung. Wenn ihr in Sünde seid, wisst ihr es wohl. Der Rest von euch Lieben, die den guten Kampf gekämpft haben und euch von Gelegenheiten der Sünde entfernt habt, ihr habt Einsamkeit lieber ertragen, als in Unzucht weiterzumachen. Ihr habt einen großen Preis bezahlt und groß ist auch eure Belohnung im Himmel. Jene von euch, die ablehnen, die Regierung anzulügen, ablehnen, falsch zu bezeugen, gut gemacht, sage ich zu euch. Es mag euch viel Irdisches gekostet haben, aber was nützt es, wenn ihr die ganze Welt gewinnt und eure eigene Seele verliert? Ihr mögt ärmer sein dafür, aber ihr habt gewählt, was richtig ist. Jene von euch, die sich selbst reingehalten haben von den weltlichen Verunreinigungen, gut gemacht, sage ich zu euch. Ihr seid den zarten Führungen gefolgt, die ich in euer Bewusstsein gelegt habe. Ich bin glücklich in eurem Herzen und finde dort großen Trost. Jene von euch, die Opfer von Tratsch, Verleumdung und bösen Menschen geworden sind, jedoch für sie gebetet habt mit einer aufrichtigen Absicht in eurem Herzen. Ihr ähnelt mir sehr in meiner Dornenkrone. Ich werde kein Problem haben, euch an der Entrückung zu erkennen. Wohnt jetzt sicher zwischen meinen Brüsten und empfangt von meiner reichlichen Liebe, um sie auf diese verdorbene und gefallene Welt zu gießen. Eure Liebe wird benötigt, und ich erfreue mich, euch mit dem feinsten Wein zu nähren. Ich segne euch jetzt alle, und ich sage zu euch, mein Geist ist mit euch, um euch von allem zu überzeugen in eurem Leben, das euch davon abhalten würde, entrückt zu werden. Also passt gut auf, kehrt nichts unter den Teppich von dieser Stimme, sondern hört sehr sorgfältig zu. Jene, die ich liebe, korrigiere ich. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Jesus bittet uns, seine Liebesbotschaften auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn dein Herz auch bewegt ist von seinen Liebesbriefen und von seiner Bitte, danken wir dir in seinem Namen für die Mithilfe, seine Liebe und seine Liebesbotschaften den Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen. Lasst uns seine Liebesbotschafter sein in dieser letzten Stunde, wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen. Die Liebe und der Segen unseres Herrn sei immer mit dir. In unserem Kanal findest du alle deutschen Botschaften, auch in Englisch, für den Rest der Welt. Lob und Preis unserem Gott und Erlöser, Jesus Christus, Yahushua HaMashiach. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe für dich.